Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Da ist die liebe kleine Sophie Balduin oder Sophia, ich glaube sie heißt Sophia, und turnt gerade auf dem Karussell hier herum, dem Drehkreisel von unserem neuen kleinen Spielplatz, den wir hier angebaut haben. Ja, ich freue mich, dass das funktioniert. Die liebe Melissa ist noch dabei, mit Papa und Mama von ihr zu quatschen. Die sitzen da gerade im Whirlpool und amüsieren sich. Ja, und ich finde das richtig gut. Ja, genau. Zeig uns mal, ob auch alles funktioniert, was ich hier hingebaut habe. Oh, die Fahrgemeinschaft fährt gleich. Ja, macht ja nichts, ne? Ah, was ein Glück, habe ich hier ein bisschen Sand ausgelegt, weil mit den ollen Fliesen... Weiß ich nicht, wenn man dann von den Gerüsten fällt oder die Rutsche runterrutscht und dann tut man sich weh. Keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Deswegen habe ich hier ein bisschen Sand verteilt. Ja, sie scheint noch zu üben. Also das ist gut. Das kommt echt gut an. Und vor allem dann später auch bei unserem eigenen Nachwuchs. Mir ist nur aufgefallen, blöderweise, habe ich natürlich irgendwie für Melissa nichts eingepackt, damals von den Eltern. Und oder auch Großeltern, diese Kleinkinderspielsachen, also die man draußen hinstellen konnte. Ich glaube, da gab es so ein Pferdchen oder so ein Hüpfeteil, wo man auch Kleinkinder draufsetzen konnte. Ich gucke noch mal durch, aber ich glaube, das habe ich nicht mitgenommen, weil wir haben nur... was habe ich denn noch? Gott, ich muss hier mal ausmisten, ehrlich. Nee, hier ist gar nichts mehr. Oh, schade. Ich hatte, glaube ich, nur diese Ziegelstein-Dingens und keine Ahnung was noch. Halt, was man drinnen nehmen kann. Ja. Ja, sie reden schon über Babys, über Nachwuchs. Ja, genau. Ja, ich wünsche mir auch unbedingt ein Kind. Ich weiß nur noch nicht genau, ob das jetzt schon geklappt hat oder nicht, ne? Und ich muss hier die Tage im Auge behalten, ob die schon laufen oder nicht. Weil ansonsten machen wir nochmal aus, bis sie definitiv schwanger ist. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Oh, Melissa, du komm mal da raus. Ich glaube, dein Flugzeug kommt gerade an. Und ich glaube, Volker, nee, das ist nicht Volker. Du musst auf die Arbeit. Ja, genau. Geh du mal arbeiten. Wow, immer dieser Flugheini da. Yippie, tschüss, macht's gut. Ja, ach, es ist schön. So, und die Kleine kann ich derzeit noch ein bisschen beobachten. Ah, sie mag das Klettergerüst. Das ist toll. Ja, das war ein Grund, warum ich hierher wollte, weil die halt wirklich, diese Familie Balduin halt wirklich auch schon Kinder hat. Und ich dachte mir, naja, wenn wir Kinder kriegen, ist es ja gut, wenn da vielleicht schon mal jemand ist, mit dem man dann auch spielen kann vielleicht. Und oder wie auch immer, ne? Also wenn das hier ein familienfreundliches Haus ist, wo die Nachbarn nicht gerade um die Ecke kommen und sich beschweren, weil das Baby schreit. Das war so mein Hintergedanke, warum ich hier eingezogen bin. So, und da kommt Volker nach Hause. Ja, sehr schön, dass du auch da bist. Wie geht's dir denn? Was möchtest du denn? Ach, da fällt mir ein, der Gute wollte doch eigentlich... Ach, er hat schon wieder wen mitgebracht. Oh, wen anders? Wer ist denn das jetzt? Alfred Bachon. Kennen wir den schon? Weiß ich nicht. Nee. Auf jeden Fall können wir mal mit dem quatschen und über Hobbys reden. Was mag der denn so? Oh, Kunst und Handarbeit ist bei ihm im Ding drin. Das ist ja der Hammer. Spiele können wir mal quatschen und bisschen über Hobby, Bastelarbeiten und so weiter und so fort. Na, komm mal da raus. Und wir haben Dienstag. Hätte nicht eigentlich auch heute die Post da sein müssen? Nein, es ist noch keiner da, der dich... begrüßt und dir entgegenläuft. Du hast doch noch gar kein Kind. Hallo. Ist nicht. Vergiss es. Hallo, wer bist du nochmal? Jörg Gärtner. Ah, guck. Ah, und hier müssen wir nachher mal die Post rausholen. Das kann aber Melissa dann tun. Ja, genau. Stiefelt dem erstmal hinterher. Ich hoffe, der weiß, wo wir wohnen. Dass er auch richtig in die richtige Wohnung steigt. Nee, er steht jetzt hier. Egal. Ha, habe ich wahrscheinlich ein bisschen blöd gemacht, dass ich ihn erst angeklickt habe. Aber, die scheinen wirklich gute Kollegen zu sein. Er hat zumindest den gleichen Anzug an wie unser Volker. Ja, und unterhalten kannst du dann auch mal einen Witzchen erzählen. Mit ihm kann er den Schulschlachtruf. Ja gut, okay. Macht ja nichts. Er hätte Hunger, okay.
Dann würde ich sagen, sag mal, du kannst doch auch kochen oder erzähl mir mal was Neues. Fähigkeiten. Hier, da. Wo guck ich denn? Ja, er kann auch kochen. Dann kannst du ja mal heute was kochen. Wäre doch auch mal eine lustige Idee. Abendessen servieren? Nee, nicht die Supersuppe. Ja, da muss ich jetzt immer aufpassen, weil wir das jetzt drin haben. Oh, wie wär's denn mal mit Lachs? Ja, diese Spaghetti. Spaghetti klingen gut. Doch, Spaghetti finde ich klingen gut. Ja, unterhaltet euch. Kennst du den? Wer ist denn das nochmal? Ich muss mal hier. Oh ja, die lernen sich gerade kennen. Okay. Sehr schön. Oh, und er hat sogar die kleine Sophia schon auf 32. Super. Ja, wir sind jetzt kinderfreundlich, ne? Was hast du da für einen Wunsch? Einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ja, kriegen wir auch noch hin. An deinen Fähigkeiten muss ich eh noch rumbasteln. Oh, wir haben Herbst. Wir haben Herbst. Ich muss an dem Talentorden weiter basteln. So, du kannst ruhig mit hochkommen. Komm ruhig rein. Tür steht offen. Hoffe ich. Ja, guck. Tür steht offen. Du kannst reinkommen. Alfred. Oder geh runter und leg dich in den Pool oder mach was weiß ich was. Du darfst hier herein. Jawohl. Genau. Schau dich um. Das ist unsere niegelnagelneue Bude. Was willst du? Wer bist du? Sandra Petersen. Was will die? Jetzt rennt die runter. Nö, wenn du runterrennst, komme ich nicht raus. Kannst du vergessen. Da hättest du hier oben vor der Tür bleiben müssen. Ja, Volker hat Begeisterung für Kochen. Ja, ist in Ordnung. Was macht diese Sandra Petersen oder wie die hieß? Die geht wieder weg. Wozu bist du überhaupt gekommen und hast bei uns geklingelt? Kannst du mir das mal bitte verraten? Ich glaubst du nicht, dass ich dir jetzt da nach unten hinterher stiefel. Also ehrlich, nee. So, und dann stell mal das Ding hin und dann kannst du zum Essen rufen. Es sei denn, der kommt schon automatisch. Ah, er kommt schon automatisch. Ja, super. Guten Appetit, ihr beiden. Oh, der hat auch Hunger, ne? Sieht man, ja. Lasst es euch schmecken. Ja, mit Kollegen. Ach ja, und da fällt mir ein. Musik, 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 Musik. Kaufkatalog. Moment, ganz wichtig. Musik, Musik, Musik. Hier müsste das sein, ne? Hobbys? Nee, nee, Beleuchtung. Warum will ich immer auf die Beleuchtung? Nee, was gucke ich denn? Wo gucke ich denn? Oh Leute, ich bin sowas von daneben. Fernseher, Radio. Hier haben wir es doch. Genau, so ein kleines müsste doch eigentlich genügen. Das müsste man doch da hinten hinstellen können, wenn ich jetzt nicht ganz doof bin. Ja. Genau. Da hinten benutzt doch eh keiner die Dings. Und dann hast du hier auch deine Musik. Vor allem verhindere ich so, dass die Leute mir beim Essen einschlafen. Ja. Seht ihr, und da habe ich zum Beispiel auch gedacht, dass das noch ihr dazugehören würde. Gehört aber alles zu anderen Wohnungen. Aber er macht es. Ist schön so. Ich finde die Wohnung schick und schön. Wäre eigentlich sogar als Erstwohnung gut geeignet. Allerdings kostet die mehr als unsere alte. Also das ist halt das Komische, weil ich nicht so ganz verstehe, dass Wohnungen, die sogar kleiner sind, also weniger Räume haben und so, weniger kosten. Hallo, wer bist du? Ach so, das ist der Herr Massen, genau, der gerade von der Arbeit gekommen ist. Okay. Und ihr zwei vertragt euch, versteht euch gut? Ja, super, schon auf 55, ohne dass ich was machen muss. Ist ja genial. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so lange mit dem Typen da quatschen will. Wir werden noch ein bisschen mit ihm quatschen. Aber ich will dann auch mal gucken, dass Volker heute noch ein bisschen bastelt. Also damit den Robotern weitermacht. Wir haben Herbst und da levelt man schneller die Fähigkeiten. Und dann haben wir vielleicht eine gute Chance, dass es einfach funktioniert, dass er den silbernen Talentorden da noch kriegt und wir wieder neue Sachen bauen können. Ja, komm, mach das mal. Das Essenreste kannst du stehen lassen, dann kannst du mit ihm hier nochmal ein bisschen quatschen, tratschen, genau so, und nochmal über Hobbys reden. Wie wär's denn mit Musik und Tanz? Vielleicht kannst du ja auch noch schnell deinen Volkstanz machen. Aha. Nee, bleib mal da. Nicht abhauen, nicht abhauen. Vergiss es. Ja.
Und wir verabschieden dich dann auch gleich. Könnt ihr nochmal ein Witzchen erzählen und nochmal kurz tratschen. Und dann verabschieden wir uns von dir, von allen, die da irgendwas von uns wollen. Dann machen wir ein kurzes Tänzchen, Volkstanzvilla, ne? Ja. Und dann geht's aber hier ans, ja. Oh, er kann sogar weiterbauen. Cool, Melissa hat angefangen und er kann weiterbauen. Das ist auch gut. Müssen wir den nicht verwerfen, das ist eine super Sache. Ja, finde ich prima. Mhm. Ach, ihr seid schon toll. Ich meine, ja, ne? Das haben wir noch genug Ablagefläche, das ist in Ordnung hier. Ui, direkt mit Umarmung, das ist ja toll. Wie hoch ist er? 75 und direkt ein neuer Freund geworden. Ja, sehr schön. Gut, dann hörst du mal auf. Der Wunsch ist erfüllt und jetzt gehst du bitte an die Arbeit. Die Musik können wir ja trotzdem laufen lassen. Haben wir ein bisschen was im Hintergrund. Oder auch nicht. So, zeig mal, wie schön du da machst. Genau. Und ihr seht, da fliegen diese Blätter drumherum, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass er jetzt ordentlich leveln müsste. Ja gut, ich werde einfach mal ein bisschen spulen, weil das ansonsten ein bisschen langweilig ist. Und ich hoffe halt, dass er dann bald seinen nächsten Orden bekommt, dass wir den Wunsch dann auch erfüllt haben, wieder neue Sachen bauen können. Muss ich dann mal gucken, das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert, Mist. Als ich da in der letzten Folge den Spielplatz gebaut habe, habe ich ja den Cheat eingegeben. Ich war ja aber auch auf der Familie beim Bauen. Das heißt, rein theoretisch, ich spekuliere jetzt nur mal, hätte ich vielleicht auch das Inventar öffnen können und die Sachen auch platzieren können. Das heißt, wenn wir vielleicht mal so Roboter haben, könnte man die ja unten irgendwo hinstellen, damit die auch vom Haus zum Putzen zum Beispiel benutzt werden können. Das müsste man mal ausprobieren. Ja, doch, das müsste man echt mal ausprobieren. Das wär's doch. Na, hast du das Ding bald? Oh Gott, ihm geht's schon wieder so miserabel. Das ist das Blöde. Er muss ja auch arbeiten und alles. Yeah! Juhu, wir haben ein neues Objekt. Genau. Platziere es in der Spielewelt. Ja, ich das jetzt mal könnte. Moment, wir laufen noch mal kurz. Ich wollte es eigentlich nicht verkaufen. Kann man das jetzt nur verkaufen? Warte mal. Ja, mal gucken. Bin jetzt neugierig. So, man könnte das vielleicht... Nee, so kann ich es nicht platzieren. Das war es nämlich, was ich jetzt mal ausprobieren wollte. Also so hin... Einfach irgendwo hinstellen geht nicht. Das bedeutet, wir müssen den Putzrobo, wo könnten wir denn den hier mal hinstellen? Im Haus. So, ja, komm, stellen wir ihn einfach mal da so hin. Ich weiß nicht, wir können ihn ja mal probieren, da hinzustellen. Im Notfall können wir ihn immer noch verkaufen. Ja. So. Und das heißt, wenn ich jetzt aber den Cheat zum Beispiel drin habe, könnte es sein, dass ich auch so Sachen einfach dann unten hinstellen könnte. Oder so. Ähnlich, ne? Ja, komm mal ein bisschen schneller aus deinem Ubi. Zeig, da ist sie schon. Da ist sie gelandet. Gut, zack. Wo bist du? Ah, du stehst noch da. Sehr gut, du musst nämlich hier mal Post holen. Ja. Guck mal, hier sind Glühwürmchen. Mhm. Aber hol erstmal die Posten, bezahl erstmal unsere Miete. Oh. Ja, genau. Und dann alle Rechnungen bezahlen. Nee, 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 nicht hochschleppen. Nicht nach oben schleppen, das wäre Schwachsinn. Das machen wir hier immer direkt, weißt du? Wir könnten ja vielleicht dann auf dem Grundstück hier ein Tischchen hinstellen, wo sie dann die komischen Rechnungen abgeben können. So, meine Süße, was brauchst du? Du hast Harndrang, ansonsten schaut euch die an. Die geht arbeiten, kommt mit voller Energie zurück, es geht ihr einfach nur noch gut. Sie will über Hobbys reden, ein Teleskop kaufen. Du bist bescheuert, du hast ein Teleskop. Und Essen servieren und wen anrufen? Hm, jemanden einladen, nur das könnte man mal festfinden. Weiß ich noch nicht. So, jetzt gehen wir erstmal mit dir
Oh, Entschuldigung, ich bin einfach mal aus dem Haus rausgehopst. Das ist zu hoch. Gehen wir mit dir mal ganz schnell hier auf Toilette. Kannst du auch mal säubern, aber erst kannst du es benutzen, dann kannst du es säubern. So, geh los. Und dann, ja, Hunger hat sie keinen. Oh, aber abräumen müsste sie mal. Ich lass ihr die Arbeit hier beputzen, ne? Ich bin gerade ganz, ganz unangenehm. Der Volker muss hier nichts machen. Sie darf dafür alles putzen und säubern und tun. Dann darfst du auch hier die Musik wieder ausmachen. Kann nochmal unsere Simoleons ernten. Ja, und was mache ich denn dann mit dir, Mensch? Irgendwie hätte ich deine Hexensachen aufstellen sollen. Dann könntest du wenigstens ein paar Reagenzien herstellen oder so. Weiß ja nicht. Ist aber auch zu blöd, dass ich das bei ihr nicht hinstellen kann. Von ihr meine ich. Ja, wenn man, genau, wenn ich dann diesen Cheat, man könnte ja auch hier irgendwo nochmal hier irgend so ein kleines Häuschen hinbauen. Aber das will ich jetzt nicht unbedingt. Aber das wäre jetzt nur so eine Idee, Häuschen hier noch irgendwie, so ein Zimmerchen anbauen für die Hexenkünste oder so. Geschichten. Also da kann man schon noch einiges machen, glaube ich. Aber ja, wir wollen es nicht übertreiben. Mir war wichtig, dass der Spielplatz da ist und alles andere ist ja mal egal, ne? Hast du schon drüben aufgeräumt? Und du bist aber schnell. Aber weißt du, was du auch mal wieder machen könntest? Bisschen in den Himmel gucken, du bist noch so fit. Das könnten wir natürlich auch noch mal machen. Vielleicht wird sie ja von Außerirdischen entführt. Nachts um 5? Naja, ich glaube, das ist zu früh. Ey, sag mal, warst du jetzt eigentlich nicht auf dem Klo? Du solltest doch auf Toilette gehen benutzen. Und dann vielleicht noch Hände waschen. Oh, sie kann sich sogar das Gesicht waschen. Gab es das vorher auch schon? Getränk holen weiß ich, Zähne putzen weiß ich auch. Gesicht waschen? Bin ich überfragt. Wasch dir einfach die Finger. Und dann kannst du ja mal ein bisschen Außerirdische herbeirufen. Wollen wir das? Ja, komm, das machen wir. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Ich weiß mit dir gerade nicht so genau, was ich machen soll. Mädel. Aber dann war die vorhin gar nicht auf Toilette. Ich dachte, sie wäre auf Toilette gegangen. Er hat sie nur gesäubert. Auch gut. Wie fit bist du eigentlich gerade? Wollte ich mal gucken. Voll fit, okay, gut. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Genau. Blinke mal wieder die Außerirdischen an, sagt, übrigens, ich wohne jetzt hier. Falls ihr mich sucht, könnt ihr mich hier abholen. Ne? Sehen die das überhaupt? Ne, das sehen die doch gar nicht. Melissa, das strahlt doch gar nicht weit genug. Ich weiß ja nicht. Meinst du, das reicht? Aber du hast gerade so einen schicken Anzug an, ey, der wird denen bestimmt gefallen. Das passt irgendwie, ne? Aber ich glaube, es wird schon wieder hell. Da wirst du nicht mehr viele Chancen haben. Ich meine, ich kann ja mal gucken. Nee, falsche Richtung. Nee, den Himmel richtig reingucken kann man hier nicht. Sehen die überhaupt auch? Wo doch? Hier ist ein schönes freies Feld. Da könnten sie angeflogen kommen, da von der Seite. Oh. Hallo Außerirdische, ich ruf euch. Guckt doch mal. Hier wohnt jemand, der möchte gerne mal entführt werden wieder. Haben wir ewig nicht mehr gehabt. Ja, nee, so. Ja, du kannst da ruhig noch ein bisschen rumspielen, das ist alles kein Thema. Aber bis jetzt hat sie auch noch keinerlei Erscheinungen, so von wegen, sie wäre schwanger. Also habe ich noch nichts bemerkt bei ihr. Oh, Volker, du bist ja wach. Oh, weißt du was, wenn du wach bist, warte mal kurz. Dann würde ich sagen, geh du doch mal entspannen. Und ruf mal dein Frauchen dazu. Ich meine, dann scheint der erste Versuch vielleicht nicht gefruchtet zu haben. So, können wir dir schon sagen, bitten mitzumachen? Ja. Und Melissa muss natürlich dann aber auch erstmal hier aufhören. Komm, geh zu deinem Schatz, der möchte was von dir. Den zweiten Versuch wagen. Oder so. Jetzt komm, ich weiß, du bist begeistert von sowas. Jetzt hat sie ja nichts gemacht. Aber sie hat ja auch alles schon, ne? Das ist halt, ja. Hallo Schatzi, schön dich zu sehen. Man kriegt sich ja kaum noch zu Gesicht, ne, mit den Arbeitszeiten. Sie nachts, er tagsüber. Und er auch noch jeden Tag. Das finde ich schade, dass... unten freut sich wieder jemand. Okay. Das finde ich halt ein bisschen schade. Dass das,
dass er nicht auch so wenig nur arbeiten muss. Hui, und da ist wieder das Karussell in Benutzung. Jawohl. Sophia auf dem Karussell. Und ihr zwei, strengt euch an. Wir wollen endlich für Nachwuchs sorgen. Ach so, apropos. Die Nacht ist rum. 22, wenn sie noch 19 hat, ist alles gut. Nein, die Zeit läuft wieder. Ja, jetzt kriegen wir wieder einen Einspieler, weil... Yeah! Ja, schön. Jo, jetzt haben wir wieder einen Einspieler gekriegt, weil Volker natürlich noch nicht, ne? Ihr wisst schon, ausgewählt war, deswegen habe ich ihn diesmal ausgewählt, damit diese Einspielerei dann auch aufhört. Volker, du musst mal... Was war das denn eben? Ich dachte, ich hätte schon wieder was gesehen. Du gehst mal bitte benutzen. Du hattest ausgeschlafen. Du musst jetzt nicht nochmal. Essen musst du eigentlich auch nichts. Du darfst dann direkt in die Arbeit gehen, nachdem du hier deine Pflicht erledigt hast, ne? Deine Frau kann ja noch ein bisschen schlafen. Das ist in Ordnung. Ja, Baby machen die zweite, ne? Der nächste Versuch oder so. Ja. Und dann müssen wir mal gucken. Oh, und ich sehe, dass meine Zeit dann eigentlich auch schon wieder rum ist. Ach du Schande. Waren das schon wieder 20 Minuten? Ich glaub's ja nicht. Nun gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns unsere schlafende Melissa an. Oh, Marmunzus zieht. Und ich drücke auf Pause. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Nö, so ist es nicht schön. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Drückt die Daumen, dass das mit dem Babymachen geklappt hat. Ach ja, und wenn ihr noch Namensvorschläge habt, immer fleißig in die Kommentare schreiben. Ich habe schon wieder den Großteil vergessen oder ich finde gerade den Zettel nicht, wo ich mir mal irgendwann welche notiert hatte. Also, ja, müsste reichen, wenn ihr das jetzt dann hier in den Kommentar schreibt, weil bis sie dann das Baby bekommt, dauert ja auch nochmal einen Moment. Aber wäre toll, wenn ihr dann hier schon mal ein paar Namen reinschreiben könntet. Okay, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.